Dada und Mystik, zwei Gedichte und ein Vortrag. Mit einem Gedicht möchte ich anfangen. Keine Angst, ich werde nicht Gajiveri Bimba vorlesen. Das wurde hier in Zürich bestimmt unzählige Mal in den vergangenen Monaten rezitiert. Und dazu ist es auch nicht so alt, also nur 100 Jahre alt. Und was zählt das? Ich habe ein wesentlich älteres Gedicht mitgebracht als das von Hugo Ball. Dinom danom babče kumnos ček lirum larum huslička hundir wunder dudlička pivinečka didi dimini rini rimini terci fercu onu glagla glugnu paleno no kolenu eje uja moja luluja striki štraki fijoki tristi vitri čarti čoki čiki čoki und so weiter und so fort. Ich könnte das noch weiter rezitieren. Das Gedicht besteht aus vielen Strophen. Aber ich erspare Ihnen das Zuhören, weil es meine Kraft übersteigt, es ins Deutsche zu übersetzen. Sie müssen sich also mit der originellen Fassung zufrieden geben, aber auch denen kann ich nicht helfen, die hier eventuell Ungarisch verstehen, obwohl der Verfasser ein Ungar war. Als er in der letzten Strophe zu seiner Muttersprache zurückkehrt, heißt das, was ich vorgelesen habe, das war vielleicht seine Vatersprache, die Sprache des Vaterunsers. Also als er zu seiner Muttersprache zurückkehrt, da schreibt er Folgendes, und ich übersetze das jetzt in Prosa. Niemand sollte das, worüber ich geschrieben habe, verstehen. Und so wird es niemand übernehmen. Trotzdem kann man das Ganze entwirren, fährt er fort. Wenn man sich anstrengt und lange brütet, findet man eine Lösung, das heißt eine Übersetzung. Und was gewinnt man dabei? Etwas Kurioses, Kurioses, meint der Dichter. Und dabei bleibt es. Mehr verrät der Verfasser nicht. Das Kuriose, das Ausgefallene war sein Anliegen. Er war auch im Leben gesellig, griff gerne zum Weinglas und dank seiner Weibergeschichten war er weit und breit bekannt. Trotzdem versteckte er sich gerne, verheimlichte sein Inneres, hütete sein Inkognito. Er schockierte gerne seine Freunde und Freundinnen und obwohl ein Aristokrat, benahm sich oft absolut nicht standesgemäß. Er hieß Laszlo Amadé, war Baron, kam aus einer bekannten ungarischen aristokratischen Familie und lebte zwei Jahrhunderte vor Hugo Ball in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Lange dachte ich mir, er sei der erste Dadaist und noch dazu ein Ungar. Und damit war ich zufrieden, jahrzehntelang, bis ich auf ein Chorwerk des französischen Komponisten Clément Jeanquin stieß mit dem Titel La Bataille de Marignan, in dem ich Folgendes fand. Vom, 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 pati, pati, pom, pati, pati, pam, 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 cipe, chapadia, trike, trakatin, zin, zin, cho, cho, pati, cipe, pati, cipe, und so weiter. Er führte mich dann zu seinem Zeitgenosse weiter, dem mysteriösen französischen Dichter Durand de Lamalle, über den ich absolut nichts finden konnte, außer dass er im 16. Jahrhundert lebte. Sogar Google half mir nicht. Als ich seinen Namen eingab, tauchte sofort ein Artikel über Kannibalen aus Brasilien auf, die im 16. Jahrhundert nach Europa gezogen sind. War Durand de Lamalle einer von denen? Sein Gedicht über die Nachtigall macht das plausibel. Tinu, 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 tiaus, protins, quita, queri, pia, pia, tio, 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 tix. Quito, 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 cu, si, 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 quaretin, sia, pi, pi, qui. Ein Gedicht, an dem bestimmt auch Hugo Ball oder Kurt Schwitters Gefallen gefunden hätten. Ich war jedoch etwas enttäuscht, also war doch nicht ein Ungar der erste Dadaist. Aber ich wurde alsbald wieder zum Umdenken gezwungen, als ich auf einen noch früheren Dadaisten traf, nämlich auf den jüdischen Kabbalisten und Mystiker aus dem 13. Jahrhundert, Abraham Abulafia.
Während seiner Wanderungen in Spanien traf Abulafia einen Philosophen, mit dessen Hilfe er den sogenannten Pfad der Namen betrat, der angeblich zu den großen heiligen Namen führen sollte. Um auf diesen Pfad entlang gehen und das Ziel erreichen zu können, musste Abulafia zuerst die alltägliche Sprache loswerden. Und wie gelang das denn? Er hat die Buchstaben des Alphabets vertauscht, umgesetzt, permutiert und sie in immer neue Reihenfolgen kombiniert. Die so entstandenen neuen Wörter hat er dann Tag und Nacht wiederholt, bis er der Außenwelt vollkommen abhanden gekommen war und ausschließlich im Banne seiner Buchstaben lebte. Eines Nachts, nach 2 Monaten intensiver Übung, kippte an seinem Tisch die Kerze um. Sie erlosch, aber zu großer Verwunderung von Abulafia wurde es nicht dunkel. Er konnte weiterhin sehen und stellte fest, dass das Licht aus ihm selbst, aus seinem Körper strömt. Das war das Zeichen, dass er auf dem Pfad schon fortgeschritten war. Und dann, nach einer Zeit, fühlte er sich ganz matt, hatte das Gefühl, dass sein Stirn platzt, und da war er schon in der Nähe des heiligen Namens. Aber erreichen konnte er ihn nicht, denn eine furchterregende Stimme dröhnte ganz laut und teilte ihm mit, dass derjenige, wer den Namen antastet, sofort stirbt. Abulafia bat die Stimme um Verzeihung, wobei er von gigantischer Freude und Begeisterung erfüllt wurde. Was Laszlo Amade, Jeannette oder Durand de Lamalle nur vage spürten, war Abulafia klar. Innerhalb der Sprache gibt es verhüllte Reserven, die, wenn man sie sorgfältig entfaltet, neue Einsichten gestatten und im glücklichen Fall sogar ermöglichen, was in der Sprache der europäischen Tradition als Gottesschau bezeichnet wird. 7 Jahrhunderte nach Abulafia ist September 1917, das heißt in der Blütezeit des Dada, schrieb Ludwig Wittgenstein in einem Brief an seinen Freund Paul Engelmann, ich zitiere, das Unaussprechliche ist unaussprechlich in dem Ausgesprochenen enthalten. Mit anderen Worten, das Unaussprechliche stellt sich durch das Aussprechen dar. Abulafia meinte, die Sprache sei kein adäquater Ausdruck aller Realitäten, höchstens der des Alltäglichen. Und so durchbrach er mittels der Sprache, genauer gesagt mittels des Alphabets, die Sprache selbst und kam dort an, wo die Sprache schon nicht mehr im Dienste der Mitteilung steht, sondern wesensgleich mit der sogenannten höchsten Realität ist. Insofern war er Vorläufer der späteren Dadaisten und zugleich Nachfolger der Gnostiker, die ihrerseits auch ständig auf der Suche nach dem Unaussprechlichen waren. Jenen Unaussprechlichen, worüber Paulus in seinem 2. Brief an die Korinther anhand einer Vision berichtete. Er wurde während der Vision entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Paulus jedoch, statt zu versuchen, die geheimnisvollen Worte zu deuten und ihrer Spur zu folgen, kehrte in die Allgemeinverständlichkeit zurück. Nicht so die Gnostiker. Sie zogen sich, mit Hugo als Ausdruck, in die innerste Alchemie der Sprache zurück. Aber nicht, um zum heiligsten Bezirk der Dichtung zu gelangen, wie das Baal später erhoffte, sondern mit Hilfe der Klang- und Buchstabenmystik letztlich das Gotteserlebnis zu bewahren. So gesehen kann man natürlich sagen, was die Dadaisten unter Dichtung verstanden, hat mehr mit dem ursprünglichen Gotteserlebnis als mit der herkömmlichen Poesie zu tun. Die Dadaisten standen den Gnostikern gar nicht so fern. Sie haben die traditionellen Beurteilungskriterien der Kunst
in Frage gestellt, dass sie sich für etwas jenseits der Kunst interessierten. Man muss sich die lyrischen Gefühle abgewöhnen, schrieb Hugo Ball. Mit anderen Worten, die Dadaisten wollten die Dichter und Künstler von einer Krankheit kurieren, deren Name Kunst sein mag. Für Hugo Ball waren zum Beispiel Kandinsky oder Picasso nicht so sehr Maler und Künstler, vielmehr Priester und Schöpfer neuer Welten. Um den Kubismus zu verstehen, meinte ebenfalls Ball, sollte man nicht Kunstgeschichte studieren, sondern die Kirchenväter lesen. Künstler sollten Organe des Unerhörten sein, meinte er. Die Dadaisten versuchten, die Kunst zu ihren mythischen Wurzeln zurückzuführen, aber nicht aus archäologischen oder kulturgeschichtlichen Interesse, sondern um den lebendigen Feuerherr des Lebens zu finden. Wenn sie den Begriff Kunst verwendeten, so ging es ihnen meistens um neue Erfahrungen, um ein neues Wissen. Ästhetische Gnosis würde ich das nennen. Die Klangmystik erwies sich sowohl für die Gnostiker wie für die Dadaisten als geeignet, Erlebnisse anzudeuten, die sich nicht mit den grammatikalischen Regeln der Sprache unterwerfen ließen. Im christlichen Kulturbereich bestand schon seit den Anfängen des Christentums ein Bedürfnis nach dieser Art Ansprache. Die ständige Suche nach dem Namen Gottes gebar das Bedürfnis nach einer unaussprechlichen Sprache, was für die Außenstehenden wie eine sinnlose Lautfolge anmutete, war für sie der Schatten des Wortes Gott. Der Name der alles befruchtenden Urmutter lautete dann Batetopsotakatatos. Das Zepter der Mäuren, die die Welt lenken, heißt dann Torioti batata orora gagadiriot ragagagarora matititiro boirot. Und wenn man nach dem Zeugnis des ersten Buches des Hieru, dieses koptisch-gnostischen Textes, den Namen der großen, alles durchdringenden Kraft ausspricht, hört jeglicher Raum auf, wird alles enthüllt. Dieser Name lautet Ao zezora zazazazo zazazazaza ei zaezo zazo kao u te zazoase zezazo zaza koza kakentik salatux. Nach Ansicht der Gnostiker besitzt solch ein Ausruf Zauberkraft. Wird so ein Name ausgerufen, wird Gott infolge der Nennung des Namens gegenwärtig sein. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Bezeichneten, sondern auf dem Zeichenträger. Die Gnostiker glaubten, dass man bei der richtigen Aussprache dieses Namens eines Gotteserlebnisses teilhaftig würde. Es ist natürlich kaum zu übersehen, dass es sich in Wirklichkeit keinesfalls um den Namen Gottes, sondern um einen ekstatischen Schrei handelt. Zitat, fasse Gott ins Auge und an ein Gebrüll, ein mächtiges, wie aus einem Horn tönendes, gib ihm deinen ganzen Geisteshauch. Das rief man bei den Mithras-Mysterien jene auf, die initiiert werden sollten. Frühchristliche und hellenische Sekten entdeckten Gott, ob im Schnalzen, im Pfeifen, im Zischen, im Schreien, im Brüllen, im Klappen, Kappen, ja, manche sogar im Furzen. Die Gnostiker versuchten mittels der Sprache dort anzukommen, was nicht einmal Welt genannt werden konnte. Ein gutes Beispiel für ein solches Ringen mit dem Sein bietet das schon fast krampfhafte Bemühen des Gnostikers Basilides aus dem 2. Jahrhundert, die jedem Sprachgebrauch ansprechende Berührung des Überseienden und des Nichtseins
fühlbar zu machen. Ich zitiere Basilides Worten unter anderem auch deswegen, weil sie in der von Wolfgang Schulz 1910 zusammengestellten Anthologie Dokumente der Gnosis erschienen sind, ein Buch, das von Hugo Ball fleißig gelesen wurde und aus dem er später andere Texte von Basilides in seinem Buch Die Flucht aus der Zeit selbst angeführt hat. Aber nun die Worte von Basilides. Es war eine Zeit, da nichts war. Doch nicht einmal das Nichts war etwas, sondern im schlichten, ungedeutelten Verstande des Wortes war es schlechterdings gar nichts. Da nun nichts war, weder Stoff noch Wesen, noch Wesenloses, noch Einfaches, noch Zusammengesetztes, noch Unfassbares, noch Unempfundenes, noch Mensch, noch Engel, noch Gott, noch überhaupt etwas Genanntes, durch Wahrnehmung Erkanntes oder Gedachtes, da wurde der Gott, der nicht war, gedankenlos, empfindungslos, willenlos, vorsatzlos, leidlos, begierdlos, die Welt machen. Wenn ich aber sage, er wollte, so sage ich das nur zur Andeutung von den willenlosen, gedankenlosen, empfindungslosen. So hat der Gott, der nicht war, die Welt gemacht, die nicht ist, aus dem, was nicht ist. Zitat Ende. Basilides Worten, diese dadaistische Schöpfungsgeschichte, wird man nur dann gerecht, wenn man es nicht um jeden Preis in die Sprache des Verstandes zu übertragen versucht. Übersetzt würde das lauten, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Basilides möchte jedoch weniger die Geschichte der Schöpfung erzählen, als vielmehr ein Erlebnis interpretieren. Er versucht, die mythische Schöpfungsgeschichte in die Sprache der persönlichen Erfahrung zu übertragen und der persönlichen Erfahrung gleichzeitig einen mythischen Raum, Rahmen zu geben. Diese Erfahrung würden wir heute folgendermaßen formulieren. Alles, was ist, war früher nicht. Das heißt, alles, was geworden ist, verdankt seiner Entstehung etwas, das mit ihm nicht identisch ist. Basilides behauptet nicht anderes, als dass der letzte Grundstoff des sich in ständigem Werden befindlichen Daseins etwas ist, das nicht ist. Es ist kaum zu übersehen, dass seinem spitzfindigen Gedankengang die Erfahrung von Unzufriedenheit mit dem Dasein innewohnt. Er muss einen tiefen Mangel gespürt haben, um so zu formulieren. Die Wurzel dieses Mangels ist der Bruch, den er zwischen sich und der Welt empfunden haben mag. In die Welt eingeschlossen, fühlte er sich wie im Gefängnis. Er mag ähnlich gefühlt haben wie Hugo Ball, als er die Chance einer Flucht aus der Schweiz erwog. Zitat: Wenn ich jetzt abermals flüchten wollte, wohin sollte ich gehen? Die Schweiz ist ein Vogelkäfig, umgeben von brüllenden Löwen. Zitat Ende. Auch die Gnostiker meinten, die geschaffene Welt sei ein Gefängnis, aus dem man nur durch die totale Leugnung der Welt entkommen kann. Nie in der Geschichte wurden bestimmte Dinge so radikal abgelehnt wie von den Gnostikern. Zum Beispiel Geld, weltliche Macht, Regierung, Familie, Steuerzahlung. Es waren nur die Dadaisten, die mit den Gnostikern in der totalen Ablehnung des Bestehenden wetteifern konnten. Hugo Ball war der Ansicht, Mystik sei immer staatsfeindlich. Kann man in ständigen Leugnen von allen leben? Ist ein Leben vorstellbar, in dem die Frage der Macht irrelevant ist? Eine Welt, die eine vollkommene andere Struktur hat als die jetzige. Eine Existenz, die weder ein Diesseits noch ein Jenseits kennt. Eine Welt, in der alle Steuern aufgehoben werden. Natürlich ist sowas vorstellbar und begehrenswert. Auch
wenn es nie gegeben hat und wohl nie geben wird. Dennoch, trotzdem. Denn Dada, ähnlich dem Gnostizismus, ist Triumph des Unmöglichen. Reservat jener unglaublichen Freiheit, in deren Spiegel jede Ideologie schwerelos, jede Besonnenheit horten wird. Was ist Dada? Eiskaltes Lächeln gegenüber denen, die auf die Realität bestehen, die immer alles besser wissen wollen. So ein Lächeln muss Eriksatis Arzt haben, als er seinen Patienten empfohlen hat: Brauchen Sie meinen Freund, sonst braucht ein anderer an Ihrer Stelle. Diese Einstellung hat den Hohn zu Wege gebracht, den man von Anfang an gegenüber Dada hegte und der stärker war als der Spott gegenüber allen anderen Kunstrichtungen der klassischen Avantgarde. Warum wurde Dada so oft zum Schimpfwort im Laufe des 20. Jahrhunderts? Meiner Meinung nach wurzelt dieser Argwohn in der Angst. Es gibt keine Vorstellung von der Ordnung, die von den Dadaisten nicht überboten wäre. Und es gibt kein Zukunftsbild, mit dem verglichen jener der Dadaisten nicht offener, weitläufiger wäre. Zitat: Was Not tut, ist eine Lebensform, die der Verwendbarkeit widersteht. Das schrieb Hugo Ball. Und ihm schwebte eine Welt der totalen Freiheit vor. Die großen Ordnungshüter des 20. Jahrhunderts, links oder rechts, haben mutmaßlich ihr eigenes verdrängtes Ich in Dada erkannt und waren erschrocken, als sie damit konfrontiert wurden, dass es Leute gibt, die nicht zurückschrecken vor dem, worüber sie sich nur im Traum nachzudenken getrauen. Wobei Dada friedlicher und gelassener war als alle damaligen Richtungen und Tendenzen. Die Dadaisten spazierten nicht mit Bomben herum, mit Anarchisten. Sie wollten die Museen nicht sprengen wie die Futuristen. Sie wollten die Menschheit nicht erlösen wie die Expressionisten. Und auch ihr Publikum haben sie nicht mit spitzfindigen Theorien gequält wie die Surrealisten. Sie wollten keine neue Ordnung auf die Welt zwingen. Sie suchten keine Zwangsjacken. Stattdessen haben sie die umgekehrte Seite der jeweiligen Regeln offengelegt. Dada wird als Kunstrichtung der klassischen Avantgarde wahrgenommen. Das erzeugen all die Ausstellungen, Anthologien und Wiederbelebungsversuche. Seine eigentlichen Intentionen reichen jedoch viel weiter. Dada ist wesentlich tiefer mit der europäischen Mystik und dem Gnostizismus verwandt, als es früher angenommen wurde. Es gibt eine gnostische Sekte, erzählte Hugo Ball, deren Adepten vom Bilde der Kindheit Jesu derart benommen waren, dass sie sich quäken in eine Wiege legten und von den Frauen sich säugen und wicken ließen. Die Dadaisten, fährt er fort, sind ähnliche Wickelkinder einer neuen Zeit. Laut Hans Richter versuchen die Dadaisten das Element des Numinosen der Kunst zurückzugeben. Und er selbst betonte die Wirkung von Nikolaus von Kues auf sein Werk. Hans Arp fühlte sich von der neuplatonischen Mystik, insbesondere von Plotin, angezogen, sowie von Jakob Böhme. Er war überzeugt, dass die Dadaisten nach dem sogenannten unbekümmerten Grund Heimweh hatten, der im 14. Jahrhundert von Johannes Tauler beschrieben wurde. Wenn Richard Hülsenbeck in seinem Gedicht Schalaben, Schalabai, Schalamesomai verlegt, 1916 in Zürich, die Mitternachtssonne heraufbeschwört, dann ist das eine eindeutige Anspielung auf die Mysterien der Antike. Mitternachtssonne wird später ein beliebtes Thema von Antonin Artaud. Und andere Motive des Gedichts umkreisen Themen des Alten Testaments. Und Hugo Ball, schon vor seiner bekannten Hinwendung zum byzantinischen Christentum Anfang der 20er Jahre und auch vor der offiziellen Gründung
Das Kabarett wollte er war stark von Thomas Münzer beeinflusst, dessen Bildnis jahrelang auf seinem Schreibtisch stand. Die erste Zeilen seines Laudgedichts aus dem Jahre 1916, Wolken, heißt Elomen, Elomen, Lefitalominal, was manche Kritiker mit dem Christusschrei Eli, Eli, Lama Sabastani gleichsetzten. Theo von Doesburg nannte 1923 Christus den ersten Dadaisten, da er sich als erster für eine vierdimensionale, nicht euklidische Struktur der Welt einsetzte. Die Übereinstimmungen, die Zitate, die Koinzidenten könnte man noch länger aufzählen. Hieße das, dass die Dadaisten Mystiker und Anhänger des Gnostizismus waren? Keinesfalls. Aber sie waren geistige Verwandte. Sie gehörten alle zu jener abendländischen Tradition, die von dem romantischen Dichter und Dramatiker Christian Dietrich Grabe in seinem Stück Don Juan und Faust folgenderweise beschrieben wird. Zitat: Aus nichts schafft Gott. Wir schaffen aus Ruinen. Erst zu Stücken müssen wir uns schlagen, ehe wir wissen, was wir sind und was wir können. Die Dadaisten wie die Gnostiker und Mystiker waren der Überzeugung, dass man erst durch das Wegdenken der Welt erfährt, was die Welt wahrhaftig sei. Man muss sie verlieren, wenn man sich kennen will, so Hugo war. Und worin kann man sich verlieren? In dem, was grenzenlos ist. Ihr Ziel war nicht die Errichtung von Denkgebäuden, sondern die Befreiung all dessen, was für anderen unumstößlich schien. Nicht nur die Befreiung des Denkens, sondern auch die der Sprache. Ich habe mit einem Gedicht angefangen. Auch beenden möchte ich meinen Vortrag mit einem Gedicht, das die Beziehung zwischen Mystik und Dada spürbar macht. Das war Fisches Nachgesang von dem Proto-Dadaisten Christian Morgenstern, aber vermutlich haben Sie davon nichts verstanden. Ich habe das in ungarische Übersetzung vorgetragen. Danke.